Ja, Leute, wer ist denn das hier überhaupt? Wer ist der 9S und 17? Ich kenne die nicht. Auf jeden Fall, ne? Eure Pro-Commentary wieder am Start. Wir haben beide keinen Plan von diesem Spiel. Du kannst ruhig auch was sagen. Ja, ich bin geflasht gerade von den Du bist geflasht? Ja, ja. Warum? Weil die zu schnell spielen für mich. Zu schnell? Ja. Ja, ich komme da auch nicht hinterher. Ach, das ist hier... Ja, wer ist denn das? Das ist Fuego. Nein und Fuego. Ja, nein. Nur weil die sieht man auch unten rechts und unten links. Ach, stimmt. Ah, Wahnsinn. Ist nicht schlecht, was wir machen, glaube ich. Nee, also sieht professionell aus. Ja. Sieht auf jeden Fall besser aus als bei uns. Ja, du, ne? Ha. Aber die 17... Die 17 fliegt. Erde. Die 17 fliegt und fällt. Auf jeden Fall. Und, oh. Das ist, nee, lebt noch. Lebt noch. Guck mal, mit dem Lock-On, okay. Mit dem Raketenwerfer einfach wegbombardiert. Ja, nicht schlecht. Ich krieg das nicht hin. Was kriegst du nicht hin? Ja, genau das, was die da machen, ne? Das ist nee, das... ja, verständlich. Also bei mir, ich drück einfach nur auf den Controller rum und hoffe, dass meine Attacken mich treffen. Ja, genau. Das mache ich auch. Das hat bei Tekken funktioniert, das hat bei Street Fighter funktioniert. Einfach Button smashen. Einfach machen. Aber was mich wundert, ich weiß halt nicht, warum die so oft springen können. Also, warum die so oft springen? Ja, nee, warum die so oft springen können. Ich meine auch gerade, wenn sie mitten in der Luft sind, so weißt du. Mm. Ja, manche machen halt ihren so einen komischen Move, damit die da so einfach recovern können, glaube ich. Ja, aber es ist bisher... Ich wollte gerade sagen, es sieht ausgeglichen aus, aber... Ja, also jetzt... Es wird schwierig. Nein, noch mit 2 Leben, 17 mit... 1? Ja. Aber Comeback könnte immer noch kommen. Also. Comeback kann immer noch kommen. Das hatten wir schon sehr oft. Los. Letztes Mal auch. Da war der eine auch hammerhohe Prozent. Und der andere hat es einfach nicht geschissen bekommen, ihn zu killen. Ja. Hier ist alles möglich. Ich finde, so sieht es immerhin noch spannend aus, ne? Ja. Solange es nicht in einem 3:0 endet, ne? Genau. Nicht so, wie ich dich fertig gemacht habe. Ja, wie bei unseren privaten Spielen, ja. Genau. Dann... Und das war's für die 17. Eigentlich wie so ein Tontauben schießen ist das. Ja. Kann man machen. Guck mal, Snake kenne ich sogar. Snake. Metal Gear Solid. Oh. Kennst du das? Ja. Nie gespielt, aber ja, kenn ich. So, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich kann Snake und den Namen, den wir nicht lesen können, weiterlege das Bild vor. Ja. Lucina. Sind halt bei den Mates. Sind es? Scheint ja so, ne? Denke ich mal, ne? Guck mal, wie er die Bomben droppt, das ist der Wahnsinn, ne? Das ist einfach... Macht er sich nicht sogar selbst? Ich glaube, er berechnet das vorher im Kopf, wie die fliegen, tatsächlich. Im Kopf? So schnell? Ja. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, sein Leben läuft in Zeitlupe. Also das, was er denkt. Er ist möglich, ne? Aber ich würde jetzt auch nicht zu viel da rein im Projekt, ne? Doch, guck mal, den Mörser, den hat er jetzt auch einfach professionell auf die Plattform geschossen. Ja. Hast also, du gerade gesehen? Guck mal, und jetzt, warum jetzt snaked, er snaked auf dem Boden. Wie geht das? Ich hab keine Ahnung. Ist das sein Ducken oder was? Denk ich mal. Oh, und? Wie kommt der hoch? Damn. Ich weiß überhaupt nicht so einem Spiel. Ein Paraglider und die nächste Bombe. Und erstmal wieder hinsnaken. Guck mal, das ist auch hammer schlau, weil wenn der Gegner so weit auch unten auf dem Boden ist, du siehst ihn ja einfach nicht mehr. Ja. Er wird eins mit dem Umfeld, weißt du? Ja, im besten Fall, ne? Wetter. Guck, die Rakete! Alter, bam! Die Rakete! Und jetzt die Granate. Oh, und das hat er richtig verkackt. Das hat er richtig verkackt. Ja. Aber du, ne, man muss es probieren, ne, ansonsten. Ja, genau, ne? Aber jetzt der Vorteil natürlich, hier Fuego ist auf hohen Prozent und da ist er jetzt auch schon raus. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so? Ja, bist du Hater? Nein, das ist ausgeglichen jetzt wieder. Ja, jetzt wieder spannend, sagst du. Ja. Aber nein, ist schon bei 52%. Ja. Aber boah, er ist wieder aber auch. Jetzt genau wieder aus wieder zurück. Ja, also das Game ist wieder. Halt, oh ja, das Game ist wieder even. Es ist halt, was mir auch gefallen ist, sehr schnell. Sehr schnell, und ne? Das ist für mich. Guck mal, er hat kurz einen Shuttlebox-Move reingehauen. Hast du gesehen? Ja. Hat er auch getroffen, glaube ich, ne? Ne, hat er nicht. Ja, gut.
Ist halt auch Training, ne? Oh, ja. Mit dem Paraglider schon wieder rettet er sich und sie fliegt und fällt. Ja, und ist auch weg, ne? Der Wahnsinn. Ja, 100%. Aber 100%. Also das können die jetzt wieder ausgleichen. Weißt du, ich krieg der durch seine Granaten eigentlich auch Schaden? Ja. Eigentlich so, oder? Keine Ahnung. Also der Gegner kriegt ja, wahrscheinlich Gegner, ja, Schaden, ne? Das ist dir klar, glaube ich. Das ist mir bewusst, ja. Okay. Ja, hält sich noch gut. Hält sich noch gut, ja. Ja, also alles, was er jetzt hier noch an Schaden raushaut, ist... Und mit dem Paragler ja schon wieder. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, okay. Aber. Und da fliegt er aber. Jetzt gut, ist 57% aber. Ist halt eigentlich nur eine Combo, ne, die jetzt sitzen müsste. Dann das ist sieht auch nicht gut aus für Fuego. Aber wir werden sehen. Also es kann ja alles passieren. Wir spielen Best of 5, also bisher. Hast du nicht gerade drauf geachtet, wer da vorne bin? Ich glaube, das war auch. Nö, gut, weiß ich nicht mehr. Ja, gut. Ich bin nicht drauf geachtet. Der Meinung, das war auch. Die 17 hat. Ich meine, wir sind auch so professionell hier. Das ist auch unwichtig, sowas. Welche Kleinigkeiten, wer die vorherige Runde gewonnen hat. Das Wichtigste ist ja, wer am Ende gewinnt. Das stimmt. Ich würde jetzt auch erstmal wegfliegen. Ja? Erstmal wegfliegen, hast du gesehen? Ja. Hast du das immerhin gesehen? Ja. Okay, sehr gut. Also, und die Rakete aber abgewehrt durch den Block. Ich glaube, dieses Wegfliegen, also dieses Retten mit diesem Schirm, ne? Mhm. Das macht man, indem man was denkt. Das war doch eigentlich nur. Irgendwelche Tasten auf dem Controller. Ich denke mal, springen und sonst noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, springen und irgendwie nach oben oder so. Ich glaube, irgendwie so war das. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Nee. Da ist mein. Aber er ist noch nicht tot. Nee, aber es ist auch sehr knapp. Aber ja, es ist passiert. Aber für Fuego sieht es wieder gut aus. Es ist. Damn! Oh. Wie gesagt, alles möglich. Fuego hat die Runde gewonnen. Ja. Ich weiß nicht, hat er. Wie steht's denn überhaupt? 1-1 jetzt müsste es. 1-1? Ja, da hinten oben steht ja 0-0. Ne, 1-0. Ach, was ist die erste Runde jetzt? Ja. Ah ne, 1-1. Jetzt, ja, jetzt doch ist gesagt. Ja, ich hab auch schon sagen. Ja. Also, so doof sind wir ja auch nicht. Ja, du vielleicht, ne? Also, ich hab aufgepasst. Ich hab schon 1-1 gesagt. Du hast nicht aufgepasst. Na klar. Du hast die Hälfte der Moves nicht gesehen. Ja, und? Immerhin weiß du ich, wie der Stand. Du hast nicht aufgepasst. Du brauchst dich jetzt nicht hier versuchen zu rechtfertigen. Okay. Wo ist eigentlich, hier lag mal ein riesiges Stoff-Robben-Ding. Liegt hier nicht mehr. Robben-Ding. Ja, liegt hier nicht mehr. Ich weiß es halt auch nicht. Hatte keinen Bock. So, muss halt auch nicht sein. Ne? Nö, wusste, dass du kommst und dann... Ja, dann war er schon wieder weg. Dann war er schon wieder weg. Bam. Gleiches Matchup. Ja. Was ein Wunder, ne? Also, der Wahnsinn, ne? So, war nicht zu quick. So was? War nicht zu predicten. Also. Alter. Du bist eine nette Person. Ich weiß, danke. Ja. Oh, das ist ja der Wahnsinn, ne? Also rot kriegt wie die da fliegen Maul. Und kämpfen aber und spielen, das ist ja der Hammer. Wie du siehst, das gleicht sich halt auch eigentlich wieder aus, ne? Was denn? Wie sie sich gegenseitig aufs Maul gehen. Du siehst ja, so schnell kannst du sehen. Das ist ja. Das ist das Spiel. Heftig. Bam! Okay. Das war eine Fatality einfach. Ja. Weiß aber auch nicht. Ja, also. Was denn? Ich weiß nicht, ob das immer so Sinn macht, dass er den Mörser da so durchspammt. Ja, anscheinend ja schon. Ja, anscheinend. Also die Prozente gehen ja nach oben. Ja, er lebt auch noch. Aber noch lebt glaub, er, aber nicht. Doch. Okay, ich sag mal gar nichts. Du sagst, du bist der Professioneller, ich fall von der Klippe, Spieler. Ja. Jeder ist irgendwas gut, ne? Ja. Da hast du recht. Ich meine, während du einfach deine eine Combo durchdrückst, ne? Ja, aber dadurch gewinne ich ja. Also ich gewinne durch meine Combo und ich gewinne dadurch, dass du den Abgrund halt feierst. Ja, dass ich halt einfach lieber nicht im Bildschirm bin. Tja. Bin lieber außerhalb. Aber... Kann es nicht ändern, ne? Aber die Musik dazu ist auch einfach diese Atmosphäre. Ich kann das nicht ernst nehmen mit der Musik. Ja, ist halt Geschmackssache, ne? Geschmackssache. Also das ist jetzt nicht diese, weiß ich nicht. Ich würde es witziger finden, würde jetzt so die Wii-Musik im Hintergrund laufen. Aber das ist dann halt auch wieder so eine Sache zwischen. Ja, aber du bist auch komisch. Ja, sieht aber schon. Damn. Okay. Das ist... Das war böse. Das war böse, ja. Kann man nicht so anders ausholen. Da hat Fuego richtig aus dem Auge bekommen. Ja. Ah, ne, hä? Ist das oben vertauscht? Ich hab keine Ahnung.
Ah, ja. Ja. Gut, dass du aufgepasst hast. Ja, ich wollte sagen, als wenn ich jetzt hier die falschen Namen sage, das wäre ja peinlich. Ja, deswegen. Also. Ja, das ist ja professionell, was wir hier machen. Das ist ja nicht einfach so. Das wäre ja schlecht fürs Business. Nee, ich meine, wir werden ja auch. Wir haben ja auch ein Gehalt. Eine Entlohnung hier, das kann man sich nicht vorstellen. Dafür, dass wir hier kommentieren. Haben wir nicht sogar bezahlt dafür? Wir haben 5 Euro bezahlt, dass wir das jetzt machen dürfen. Genau. Ja, also ich würde sagen, hat sich gelohnt. Macht Spaß. Ja, macht Spaß, ne? Also. Ich glaube, nein, hat gerade nicht so Spaß. Aber wieso? Er gewinnt doch. Ja, also, aber momentan. Damn. Ja, also. Jesus. Ich glaub, Alter, der wurde komplett hops genommen. Also der Wort komplett Alter, hops genommen. Alter, er ist sich siedelsicher. Also das ist der Wahnsinn. Das ist, Guido ist sich wirklich siedelsicher. Andersrum. Nein, das ist siedelsicher, meine Güte. Also der wird ja... Der Trickshot? Der Trickshot? Hast du gesehen? Mit dem Raketenwerfer? Er hat's probiert, ne? Er hat's auch geschafft. Hat er? Ja. Hab ich nicht gesehen. Ne, war ja klar. Er war zu schnell für mich, ne? Ja. Ich hatte gesagt. Du bist auch alt und langsam. Ja, du, ja, kann man nicht zu sagen, ne? Ne. Guck mal, wie er sich auf den Boden gelegt hat. Aber ich glaube, er hat damit die Attacke... erstens ausgewichen und zweitens hatte Frigo einfach keinen Plan, wo er ist, weil er so tief auf dem Boden war. Er hat ja auch Tarnfarben an, ne? Also du siehst ihn einfach nicht mehr. Hat er Tarnfarben an? Ich glaube. Aber gut rausgespielt hier von Frigo. Ja, so ein bisschen... Doch. Das sieht nach Camouflage aus, tatsächlich. Das ist natürlich alles so schnell, dass wir das gar nicht erkennen können. Aber... immer so knapp raus. Also ich wäre schon längst runtergefallen. Du wärst schon, wäre schon K.O. Ich glaube, bei mir würde das nicht lange dauern. Aber ist halt erstaunlich, ne? Wie gut, wie schnell. Sie haben auf jeden Fall ihre Sachen drauf, die sie machen. Ja, also sie wissen, was sie tun, glaube ich. Das glaube ich auch. Also probiert halt hier auch immer zu denyen, dass Fuego wieder hochkommt. Damn. Das war nicht schlecht. Aber er will auch nicht rausfliegen, Fuego, ne? Nee. Er lässt. Also er will nicht. Aber oh, das war ein knappes Ding. Jetzt hat er vielleicht die Chance. 185%. Ja. Und er kämpft wie ein Kämpfer. Und also, ist raus. Ja, okay, gut. Aber das waren jetzt auch 200, ne? Also. Ja. Aber kann man noch machen. Ich hätte es geschafft. Ja, hast du ja auch tatsächlich das eine Mal gegen mich. Ich hätte es geschafft. Also ich glaube, du hattest 230 und ich habe dich nicht rausgekommen. Also ich müsste auch gar nicht am Turnier teilnehmen, um zu gewinnen, tatsächlich. Also ich glaube, ich würde das so gewinnen. Du würdest das so gewinnen? Ja. Das ist sehr siedesicher von dir. Ich würde das abstreiten. Abstreiten? Ja. Warum? Ich sehe dich da nicht, ehrlich gesagt. Wieso nicht? Ja, ich meine, du kannst dich ja noch nicht mal so retten, wie die sich da retten. Doch? Nee. Doch? Ja, wie denn? Indem ich die Tasten drücke. Ja, und welche? Um nach oben zu kommen. Ja. Sag mir die Tastenkombi. Kommt ja aufs Layout an. Was ist dein Controller? Nee, nicht aufs Layout. Doch. Nicht Standard. Wir spielen auf Standard, wir beide. Spiel Standard? Nee, ja, du hast nicht. Du hast deinen Controller nicht angepasst. Ich spiele nicht auf Standard. Natürlich spiele ich auf Standard. Ich spiele nicht auf Standard. Ich drücke Y und dann einmal, ich glaube, das ist A und Stick nach oben. Dann macht der Charakter auch so einen Move. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall. Ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Ja, okay, gut. Ja, wenn du das so meinst. Also ja, ich meine für mich ziemlich falsch, aber... Nee, das war richtig. Du verstehst das einfach nicht. Ja, das wird sein. Ja, aber es liegt an dir. Die spielen jetzt beide. Ja, ich würde jetzt nicht sagen passen. Guck mal, aber sie spielen vorsichtiger. Wie die sich auch. Ja, weil die ja natürlich. Wir sind jetzt beide mit einem Leben. Mhm. Oh, das. Erst rettet er noch. Oh. Damn. Scheiße. Was war das? Ja, okay. Gut, es steht 2-2. Das wird knapp. Das ist jetzt die letzte Runde, ne? Ja. Ja, Best of 5, ne? Kannst du ja lesen, oder? Nee. Mach Mittler. Wie bitte? War Mittler. Oh, was für eine Map wird's jetzt? Ich bin gespannt. Battlefield. Oh, wow, Mensch. Das passt doch. Oh, was nehmen die wohl für Charaktere? Ja, wer hätt's gedacht, ne? Das gibt's nicht. Sogar fast einen anderen Skin genommen als sonst. Ja, ja. Ey, ja, ist ja jetzt entscheidend. Also man muss natürlich, aber... Er hat Tarnfarben an. Ja. Er hat Tarnfarben. Camouflage ist am Start. Der Mörser ist auch direkt wieder am Start. Bam. Teilen sie sich direkt. Die Explosionen. Boah, der wird auch richtig Randale hier. Ja, es ist halt immer so am Anfang der Runde, ne? Es wird erstmal einfach auf die Fresse gehauen. Ja. Und das ist auch wichtig. Also kann man halt nicht anders zu sagen. Nein. Und wie ich sehe, machen die Handgranaten verdammt viel Schaden.
Aber ich glaube, die müssen treffen. Ja gut, das ist eine Handgranate. Ein bisschen Radius hat die ja schon, ne? Ja. Ja. Aber dieses Ausweichen, dieses Schild einsetzen, das ist schon stark. Das ist wirklich stark. Heftig, ne? Wie die das so machen. Ja, du. Als würden die nichts anderes vorhaben. So spielen die. Ja, okay, gut. Das kann man ja jetzt nicht so pauschalisieren, ne? Aber es sieht schon so aus. Ja. Aber wie ich ja schon vorhin gehört habe, die spielen wohl auch andere Spiele. Zumindest einige. Oh, echt, was? Ja, ja. Habe ich zumindest gehört. So. Was also, für welche? Boah, weiß ich nicht. Werde ich hier nicht so viel verraten, ne? Aber einige sind auf jeden Fall auch in anderen Games unterwegs. Oh, schaffen wir es. Geht ja noch. Ja, aber ist ja eigentlich egal, welches Spiel. Also gegen uns würden sie verlieren. So wie Fuego gerade verliert. Aber, ja. Ich finde es erstaunlich, wie sie sich immer recovern. Das ist... Guck dir das an. Aber ich glaube, Nine hat einfach jetzt nur so ein bisschen mit ihnen rumgespielt. Ich bin ehrlich. Aber er ist jetzt auch auf der sicheren Seite. Ich meine, er hat noch 3 Leben. Er muss jetzt Fuego noch einmal runterschmeißen. Ja. Aber wie gesagt, hier kann alles passieren, ne? Und ja, es ist passiert und Nine hat gewonnen. Das ist oder? War nicht schlecht. Ja, doch, hat er. Ja, ja, hat er. 3-2, war aber auch knapp. War knapp, ja. Er hatte zwar 3 Leben, aber hätte ja auch anders laufen. Mhm.